Ja, es geht heute ums geduldige Warten. Seid ihr da drin auch so gut wie ich? Geduldig warten, okay, manche nicken hier. Ja, die Geduld wird ja momentan schon auf die Probe gestellt. Ich glaube, das geht vielen so. Diese Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, die gehen immerzu in die nächste Runde. Das Ende rückt in weite Ferne. Und ja, der Virus lässt sich eben auch seine Zeit. Und so wird auch der Geduldsfaden bei vielen dünner und dünner. Vor allem bei denen auch die Rücklagen immer dünner und dünner werden. Diejenigen, die existenziell betroffen sind von dieser ganzen Pandemie. Und ich glaube, für viele in unserem Volk steht momentan schon die Überlegung auf dem Plan, wo wird es mal hingehen? Wo stehe ich in 1-2 Jahren? Dann ist Armut vielleicht ein Thema. Und das ist schwer für uns vorstellbar, die wir Wohlstand gewöhnt sind, über Armut nachzudenken, uns darin vorzustellen. Darum wird es heute auch viel gehen, um Armut. Das habe ich überhaupt nicht mir rausgesucht irgendwie, aber als ich den Text dann näher angeschaut habe, rückte das immer mehr in den Mittelpunkt. Ihr werdet sehen. Aber nochmal zurück zur Geduld. Als ich ein Kind war, da habe ich aus Weihnachten ganz gern Ostern gemacht, weil nämlich mir die Geduld fehlte. Meine Eltern haben es ja auch ähnlich gemacht wie an Ostern. Die haben Geschenke gekauft und dann versteckt. Das fordert natürlich heraus und dann bin ich oft schon auf die Suche gegangen, lange vor Weihnachten, und bin auch manches Jahr fündig geworden tatsächlich und wusste dann schon vorher, was es gibt. Und meine Oma, das habe ich noch so im Ohr, die hat immer gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Und ich habe innerlich immer gesagt, nein, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Vorfreude ist nicht die schönste Freude. Die schönste Freude ist, wenn es endlich soweit ist. Und alles andere bis dahin, das ist eher eine Qual. Na gut, aber jetzt bin ich älter geworden, heute bin ich natürlich viel geduldiger, wie man sich denken kann. Wenn meine Kinder 15 Minuten brauchen, um sich Schuhe und Jacken anzuziehen, dann stehe ich da ganz ruhig daneben und warte ab, bis sie soweit sind. Habt ihr mir mal zugeguckt oder was? Naja, gut, zugegeben, also zwischendurch, ich rolle schon mal mit den Augen, ich seufze auch mal über meine Kinder oder lasse ein paar bissige Kommentare darüber ab, wie unvorstellbar langsam das geht. Und gegen Ende werde ich dann auch mal laut. Ja, und all das hilft mir, die Ruhe zu bewahren. Innerlich bin ich ein stiller, tiefer See, in dem ein Ungeheuer haust. Advent ist also genau meine Zeit, weil Advent heißt ja Ankunft, da geht es also um den Moment, da es endlich soweit ist. Ja, nur ist unser alljährlicher Advent eben nicht die Ankunft selbst, sondern es ist die Besinnung entweder auf eine lang zurückliegende Ankunft von Gott als Mensch auf der Erde. Immerhin, da ist ja schon was passiert, ist aber eben auch schon Geschichte seit einiger Zeit. Und andererseits die Besinnung auf die noch bevorstehende, erneute Ankunft Jesu am Ende der Zeit. Gut, also eine besonders schöne Zeit für all jene, die Vorfreude können. Und für alle anderen, wie mich, naja, die sind halt ein stiller, tiefer See, ihr wisst schon. Jetzt möchte ich mit euch mal den Text lesen für heute aus Jakobus Kapitel 5, Verse 7 bis 11. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wider einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ja, also geduldig sein bis zur Ankunft des Herrn. Warum eigentlich? Warum geduldig sein? Ist es denn so schlimm hier? Da gibt es vielleicht unterschiedliche Antworten drauf, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Geduld ist oftmals gar nicht das, was ich da brauche. Das ist da nicht so nötig. Mir geht es auch ehrlich gesagt ganz gut hier. Ich sehne mich jetzt nicht irgendwie jeden Tag nach dem Ende der Zeit oder dass Jesus jetzt dringend wiederkommen muss, damit es mir besser geht. Aber man muss vielleicht in Betracht ziehen, dass es
uns ja hier heute relativ gut geht und es an vielen anderen Orten oder zu anderen Zeiten nicht so war und man als Christ nicht gerade das leichteste Los hat. Jakobus sprach damals seine Glaubensgeschwister an und wenn man einen Blick auf den gesamten Brief wirft, dann wird schnell deutlich, dass sie offenbar, gerade die Ärmeren, unter der Willkür von Reichen gelitten hatten. Das zieht sich durch den ganzen Brief. Und ich mache heute mal wieder eine klassischere Auslegungspredigt und nehme euch mit durch diesen ganzen Jakobusbrief, um mal zu sehen, worum es da ging und auf welchem Hintergrund dieser Text auch tatsächlich steht. Und so ist es ziemlich wahrscheinlich, dass viele Christen damals einen niederen gesellschaftlichen Stand hatten. Ja, durch die Bank, nicht ausschließlich, aber sehr viele. Da hat zum Beispiel auch Paulus schon darauf aufmerksam gemacht, auf dieses Phänomen im 1. Korintherbrief. Da sagt er, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Und mit berufen meint er Menschen, die in die Nachfolge Christi berufen sind, die sich halt in der Gemeinde in Korinth finden. Und dann, später im Korintherbrief, redet er auch über das Abendmahl mit den Gemeindeleuten und sagt, naja, ihr habt hier ein Problem und dieses Problem zeichnet sich ab zwischen Arm und Reich. Ihr habt die einen, die Wohlhabenden, die beim Abendmahl prassen und sich sogar betrinken und nicht warten auf die Ärmeren, die nichts haben und später kommen und die finden dann nur noch eine leergefressene Tafel vor. Und er sagt, so geht es nicht. Das ist auch nicht mehr das Herrenmahl, was ihr da feiert. Das ist irgendwas ganz Seltsames, was ihr da tut. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Jakobus Adressaten eben auch mit Standesunterschieden zu kämpfen hat. Oder es ist ganz sicher so. Denn er spricht mit der Gemeinde darüber, dass reiche Menschen in der Gemeinde nicht zu bevorzugen sind. Und er macht dieser Gemeinde den Vorwurf, den Armen Unehre angetan zu haben. Und die Reichen, die werden als die benannt, die ihnen, also den Glaubensgeschwistern, insbesondere den Armen, die wohl in der Mehrheit waren, also dass diese Reichen ihnen Gewalt antun, dass sie die ausbeuten, vor Gericht schleppen, sogar die Rede davon, dass sie sie töten. Ob nun von ausgerechnet denen auch welche in der Gemeinde waren, das kann man nicht mit Gewissheit sagen, aber es verdichten sich die Hinweise im ganzen Brief darauf, dass das Problem nicht allein darin bestand, dass die armen Gläubigen von den Reichen außerhalb bedrückt wurden, sondern dass die Probleme mitten in der Gemeinde waren. Ja? Und so hatten sie Anlass, schlecht übereinander zu reden und wir haben ein großes Kapitel über die Zunge und ihren Gebrauch, sie in Zaum zu halten oder eben nicht und all das Schlimme, was die Zunge bewirken kann, wenn sie Schlechtes über andere redet. Jakobus redet mit seinen Adressaten darüber, dass ihr Glaube drohte, tot zu sein, weil sie keine Werke der Liebe an denen taten, die Mangel hatten. Also wieder, wir haben Leute, die genug haben und Leute, die zu wenig haben und wo kein Ausgleich stattfindet. Stattdessen ist davon die Rede, dass sie mordeten, tatsächlich steht da, dass sie stritten, dass sie sich einander beneideten, dass sie miteinander kämpften, was dann zu lauter Unordnung und bösen Dingen führte, alles Zitate. Sie verleumdeten und verurteilten sich gegenseitig und in unserem Text heißt es dann schließlich, seufzt nicht wieder einander. Und das sagt man ja auch nicht, wenn man sagt, das könnte ja passieren, ich sag's einfach mal, sondern weil das Thema ist, dass Leute übereinander seufzen. Und wie diese Schnellübersicht über den Jakobusbrief gezeigt hat, kann es also innerhalb der Gemeinde Spannungen geben, die so tiefgreifend und verletzend sind, dass die Wiederkunft Jesu sehnlichst erwartet wird und dass ein Aufruf zur Geduld nötig wird. Haltet aus, auch wenn es schwierig ist. Und Jakobus sagt, aus zweierlei Gründen, der Richter steht schon vor der Tür. Ja, warum sagt man das? Zum Ersten, weil man sagen möchte, nehmt euch in Acht, ihr scheinbar Überlegenen vor lieblosen, vor unterdrückerischen Umgang mit euren schlechter gestellten Glaubensgeschwistern. Ungerechtigkeit wird aufgedeckt werden und es wird nicht ohne Folgen bleiben. Nehmt euch in Acht, der Richter ist schon vor der Tür. Und zum Zweiten, haltet durch, ihr Armen, ihr Geplagten, ihr Missbrauchten. Es wird bald Gerechtigkeit gesprochen werden und zwar zu euren Gunsten. Der Richter, der Gerechtigkeit bringt, ist schon vor der Tür. Das Problem ist nur, man kann das nicht beschleunigen, man kann den Zeitpunkt nicht auf jetzt rücken, sondern es steht noch bevor und wie lang das ist, wird nicht klar. Und deswegen wird hier ein Vergleich aus der Landwirtschaft bemüht und der macht deutlich, es gibt Dinge, auf die muss man geduldig warten, es geht gar nicht anders. So wie der Bauer auf den Regen warten muss. Ja? Aber er tut es in guter Hoffnung. Ja? Und er darf sich darüber freuen, dann irgendwann die Früchte ernten zu dürfen.
Früh- und Spätregen werden hier erwähnt und die sind ja deshalb ein stehender Begriff, weil sie ein immer wiederkehrendes Ereignis sind, weil man weiß, das findet statt im Laufe eines Jahres. Und natürlich kann man einwenden, es gibt aber auch Dürreperioden, ist richtig, aber als Bauer lässt du dich von der Existenz von Dürreperioden nicht davon abhalten, Jahr für Jahr wieder neu zu säen auf Hoffnung. Und es klappt so gut, dass es bis heute Bauern gibt und geben muss. Man kann sich darauf einstellen, grundsätzlich passiert das. Ja, der Regen, der nötig ist, der kommt und die Früchte wachsen auch. Und alles andere hieße ja aufgeben und garantiert keine Früchte haben, zu sagen, also wenn es auch Dürre gibt, dann habe ich keine Lust mehr, dann mache ich das nicht. So geht's nicht. Also, Jakobus thematisiert auch kein Ausbleiben des Regens, denn es geht darum, dass wir fest mit Gottes Kommen, mit seinem Eingreifen rechnen dürfen und auch sollen und dass das geduldige Warten nun mal dazugehört, weil wir nichts in der Hand haben, um es zu beschleunigen. So wie der Bauer sollen also auch die geplagten Christen überhaupt alle geduldig sein und ihre Herzen stärken. Ja, Herzen stärken. Wie macht man das? Wie stärkt man Herzen? Könnte man jetzt so fragen, denn wenn man so drüber hinwegliest, dann bleibt das eine Chiffre, die irgendwie ohne Bedeutung bleibt. Aber auch hier lohnt der Blick in den gesamten Text des Jakobusbriefes, denn Jakobus spricht an mehreren Stellen schon über das Herz. Und da möchte ich euch kurz vorstellen, was er so sagt. Also da geht es zum einen darum, dass wenn man die Zunge nicht im Zaum hält, man sein Herz betrügt. Er thematisiert Neid und Streit im Herzen der Gemeindeglieder. Er nennt Menschen in der Gemeinde Sünder und Wankelmütige und fordert sie dazu auf, ihre Herzen zu heiligen. Und den Reichen wirft er vor, ihre Herzen gemästet zu haben durch Schlemmen und Prassen. So, und wenn Jakobus nun also dazu auffordert, das Herz zu stärken, ja, dann hat er höchstwahrscheinlich im Sinn, dass die Christen sich von den schon genannten Schwächen ihrer Herzen verabschieden, dass sie dem im Herzen Raum geben, wofür Jesus Christus steht. Und das heißt, wir können relativ genau sagen, worin eine Stärkung des Herzens wenigstens dort in den Gemeinden aussah, an die Jakobus geschrieben hat. Aber das ist ja auch generell gut, was er sagt. Also lasst uns das Ganze jetzt nochmal rückwärts machen und umkehren. Lasst uns mal von der Problemanzeige zu einer Lösung kommen. Was wäre also eine Stärkung? Also, wir haben über die Zunge gehört und dass sie nicht im Zaum gehalten wird. Die Stärkung wäre, genau das zu lernen. Haltet die Zunge im Zaum und mehr noch, sagt nicht nur nicht Böses, sondern lernt es, Gutes übereinander zu reden. Neid und Streit sollen wir natürlich ablegen, aber nicht nur das vermeiden, sondern sich stattdessen mit dem Glück des anderen mitfreuen. Und nicht nur Streit unterlassen, sondern tun, was Frieden stiftet. Von der Sünde lassen und sich nicht immer wieder zu bösartigem Verhalten hinreißen lassen. Vieles ist so selbstverständlich, die anderen tun es doch auch so ungefähr. Im Übrigen an der Stelle wird Jakobus sehr deutlich, was er als Alternative sieht, denn zunächst mal wird deutlich, er sieht die Wurzel dieses Verhaltens in den menschlichen Begierden. Ja, und er kritisiert, dass seine Leser sich von ihren Begierden dazu hinreißen lassen, schlimme Dinge zu tun. Und stattdessen sollen sie lernen, Gott zu bitten und darauf zu hoffen, dass er ihre Bedürfnisse erfüllt. Und das passt auch wieder gut zu diesem ganzen Thema im ganzen Brief, denn Begierde hat ja viel zu tun mit Reichtum. Manchem fällt Reichtum einfach zu, aber viel Reichtum ist auch erworben worden durch Gier. Ja, weil man nicht genug bekommen konnte und alles im Leben dran gesetzt hat, den Reichtum zu vermehren und zu vermehren. Und da ist dieses landwirtschaftliche Beispiel einfach nochmal gut, das deutlich macht, du kannst auf Früchte keinen Druck ausüben. Das gibt nur Matsch. Ja. Also du kannst sie nicht dazu bringen, schneller zu wachsen, indem du Druck machst. Du kannst auch nicht Druck auf den Himmel machen, dass er Regen bringt, sondern du bist in dieser Sparte darauf angewiesen, dass es von selbst wird. Du kannst gute Rahmenbedingungen schaffen, keine Frage, aber du kannst es nicht erzwingen. Du bist in der Position des Wartenden, du musst es geschenkt bekommen. Und das passt gut zu diesem Umgang mit Begierden. Warten, Gott bitten, statt immer alles in die Wege zu leiten, um den eigenen Reichtum zu beschleunigen. Ein bisschen schwieriger ist die Frage, was ist das Gegenstück zu das Herz mästen durch Schlemmen und Prassen? Ich hole mal ein bisschen aus.
Jakobus lässt keinen Zweifel daran, dass Reichtum eine große Gefahr in sich birgt, den Charakter zu versauen. Das ist echt was, was im Raum steht. Und das Problem war ja, dass die Reichen die Armen wie Dreck behandelt haben. Und es war nicht nur so, dass ihr Herz irgendwann nicht mehr fähig war, Mitgefühl zu empfinden, sondern ihr Herz war darüber hinaus fähig, tatsächlich diesen armen Menschen noch weiter zu übervorteilen, sie auszunutzen, sich auf ihre Kosten noch weiter zu bereichern und sie am Ende sogar zu verurteilen und mit dem Tod maximal zu bestrafen, ohne dass die eine Chance auf Gegenwehr gehabt hätten. Und das fand ich jetzt erstaunlich, denn ich habe mich jetzt gestern hatte ich ein Online-Seminar zur Fortbildung zum Botschafter für IJM. Über IJM habe ich hier schon öfter geredet. Diese Organisation, die Sklaven befreit und auch für Veränderungen von Rechtssystemen in Entwicklungsländern sorgt. Und da habe ich natürlich jetzt viel mehr gelernt, als ich vorher wusste. Und es ist echt deprimierend, wie es in vielen Ländern zugeht. Wenn du arm bist, hast du keinen Zugang zu Rechtsprechung an vielen Orten. Im Gegenteil, wenn du dich an die Behörden wendest, kann es sein, dass du dir sogar noch viel größere Probleme schaffst und am Ende der Verurteilte bist. Und es ist schrecklich, das zu sehen, wenn Gerechtigkeit von Geld abhängt, wie du dann dastehst, völlig alleingelassen. Und es sind schlimme Schicksale, von denen man da liest. Und das sind nicht nur Einzelschicksale, sondern für ein ganzes Milieu ist das der Alltag, wo kein Vertrauen da ist in den Staat und darin, dass einem geholfen werden könnte. Und es ist fürchterlich, das zu lesen und zu wissen, dass das Realität ist. Das Herz zu stärken hieße jetzt für mich, dass man selbst so nicht umgeht, dass es eine Rolle spielt, welche Menschen es auf diesem Planeten gibt und was ich tue und welche Auswirkungen es auf sie hat. Das heißt, für mich sie im Blick zu haben, es mir zu Herzen gehen zu lassen, mein Herz erweichen zu lassen und auch zu überlegen, wie kann ich mich für sie einsetzen? Wie kann ich ihr Los lindern? Und ich zitiere nochmal aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Da sagt er, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Und das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar, ja, genau so ist es. Jesus hat sich besonders den Armen und Schwachen und Bedrückten zugewendet. Und Jakobus stellt diese Frage, nachdem er ihnen vorgeworfen hat, also seinen Adressaten, dass sie den Armen Unehre getan haben. Und er sagt, wie kann das sein, dass ihr an einen Jesus glaubt, der gerade den Armen und Schwachen so viel Ehre hat zukommen lassen, so viel Würde, so viel Zuwendung, und bei euch sind sie immer hinten dran. Immer das letzte Rad am Wagen. Also Advent stimmt uns einerseits darauf ein, geduldig zu warten, das ist der passive Teil, und zugleich andererseits die Herzen zu stärken. Und das ist was Aktives, etwas zu tun, rauszukommen aus diesen Verhaltensweisen, die Menschen zutiefst schädigen. Und beides soll uns dazu befähigen, nicht übereinander zu seufzen. Das ist ehrlich gesagt nicht immer leicht, alle Glaubensgeschwister so zu nehmen, wie sie sind, ohne zu seufzen, geschweige denn alle Menschen überhaupt. Wir finden schnell Gründe, über jemanden zu seufzen. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich durch die Art, wie ich bin und wie ich handle, auch schon Menschenseufze abgerungen habe. So ist das nun mal. Aber wir sollen das lassen, wir sollen es einüben, lernen, so nicht zu leben, so nicht zu empfinden, so nicht zu tun, damit wir nicht gerichtet werden, sagt Jakobus. Ihr erinnert euch, der Richter steht schon vor der Tür. Seufzen, das ist ja eine Reaktion. Und hinter einer Reaktion steht immer eine Ursache. Was liegt denn so einem Seufzer zugrunde? Ich glaube, man kann es auch hier gut erforschen. Im Kapitel zuvor sagt Jakobus, einer ist der Gesetzgeber und der Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du deine Nächsten verurteilst? Also wir haben hier diese sprachliche Parallele durch die Rede vom Richter und wir haben dieses gegenseitig Verleumden und das einander Verurteilen und das Seufzen im gleichen Zusammenhang. Und dieses Seufzen ist ja oft dieses, wir haben innerlich ein Urteil gefällt über den anderen, was an dem nicht passt, was verkehrt ist, und dann, ja, das Seufzen kommt schon einem Urteil gleich, so nach dem Motto, was ich mit dir alles ertragen muss, schlimm bist du, unmöglich. Wie kann man nur so sein?
Als Alternative zu dieser Unart des Einanderverurteilens bietet uns Jakobus die Propheten und Hiob an. Auf die sollen wir gucken. Sie sollen Vorbilder für unsere Geduld sein, Geduld im Warten auf Christus, in Geduld miteinander. Und weil ich jetzt zu Hiob ein echtes Schmankerl gefunden habe, werde ich auf die Propheten als Allgemeines gar nicht mehr groß eingehen, aber Hiob wird ja von Jakobus auch so rausgegriffen, von daher passt das schon. Hiob war geduldig, indem er auf Gerechtigkeit von Gott wartete. Jetzt kann man sich fragen, was wäre die Alternative gewesen? Der Mann war halt krank und hat alles Mögliche verloren. Was soll man denn machen, außer warten? Was war denn die Alternative? Es wurde ihm eine vorgeschlagen, wisst ihr es? Ja, ganz genau. Sage Gott ab und stirb. Das hat ihm seine Frau vorgeschlagen. Ja, also man kann sich das Leben nehmen. Man kann sagen, jetzt ist Schluss. Weiter gehe ich nicht, weiter will ich nicht. Ich verabschiede mich vom Leben oder ich verabschiede mich von Gott, weil er nicht macht, was er soll oder ich will, wie auch immer. Vielleicht hat man gar nicht so den Eindruck, wenn man Hiob liest, dass er besonders geduldig war, denn da ist ja viel von Streit die Rede, von seinem Streiten mit Gott über seinen Schicksal, nenne ich es jetzt mal, und wie das sein kann. Aber in jüdischen Augen wurde Hiob schon immer als Vorbild der Geduld gesehen. Und was sehr interessant ist, das ist jetzt das Schmankerl. Es gab wohl ungefähr zur Zeit des Jakobusbriefes, ganz genau kann man es nicht sagen, aber man darf schwer davon ausgehen, dass Jakobus das vorlag, eine heute sogenannte frühjüdische Schrift mit dem Namen Das Testament Hiobs. Das war also eine jüdische Auseinandersetzung mit dem Thema des Hiob-Buches und eine poetische Auseinandersetzung damit. Und wenn wir jetzt gucken, was im Jakobusbrief alles beschrieben wurde und das, was heute in dem Text steht und wie wir es gleich machen werden, in dieses Testament Hiobs reingucken, dann ist erstaunlich, wie viel da an gleichen Stichworten vorkommt, wie dieses Thema von Arm und Reich da vorkommt. Ich werde euch dann, wenn ich es vorlese, nochmal darauf aufmerksam machen. Also es geht um Arm und Reich, es geht um Geduld, es geht um gebeutelte Herzen und wie der Zufall so will, kommt sogar der Begriff des Sklaven drin vor. Das habe ich mir nicht ausgesucht, ich habe es so vorgefunden und zufälligerweise hat das gerade alles so zusammengepasst. Ich möchte euch jetzt ein paar Kapitel vorlesen, die sind aber jetzt nicht ewig lang, sondern immer so ein paar Zeilen und das ist auch schön zu hören, finde ich. Und dann guck mal, worum es hier geht. Hiobs Elend, Kapitel 21. Und ich verbrachte 48 Jahre auf dem Düngerhaufen in meinen Schmerzen außerhalb der Stadt. Meine Kinder, da musste ich mit eigenen Augen sehen, mein erstes Weib trug einer Sklavin gleich das Wasser in ein vornehm Haus, arm und reich. Und so verdiente sie das Brot, das sie mir brachte. Da rief ich schmerzdurchzittert aus, O diese Anmaßung der Herren dieser Stadt, wie können sie gleich einer Sklavin meine Frau behandeln? Dann aber fasst ich wiederum mich in Geduld. Stichwort Geduld. 22. Kapitel, Hiobs Weib im Elend. Und nach 11 Jahren nahmen sie ihr selbst das Brot, das sie es mir nicht mehr bringen konnte. Sie überließen ihr kaum mehr die eigene Nahrung. Und diese nahm sie hin und teilt sie zwischen sich und mir und sagte schmerzerfüllt, weh mir, bald kann er sich nicht mehr mit Brote sättigen. So zögerte sie nicht, zum Markte hinzugehen und von den Brotverkäufern Brot zu betteln, um mir zum Essen es zu bringen. 24. Kapitel, Hiobs Weib klagt. Mein Weib kommt näher, da schreit sie laut mit Weheklagen und spricht zu mir, ach Hiob, o Hiob, wie lange sitzt du noch auf dem Düngerhaufen vor der Stadt und rechnest noch mit einer kurzen Weile und hoffest noch auf Rettung, die Geduld. Ich ziehe als Magd unstet von Ort zu Ort, denn von der Erde schwand dein Andenken, die eigenen Söhne, meine Töchter, für die ich mich umsonst mit Schmerzen abgemüht. Du selbst sitzt da in Fäulnis und in Würmern und übernachtest unter freiem Himmel. Tagsüber arbeite ich, die tief Unglückliche und ängstige mich bei der Nacht, ob ich auch Brot verdiene, um's dir zu bringen. Kaum noch erhalte ich meine eigene Speise und diese teile ich mit dir. Ich denke in meinem Herzen, da ist das Herz, wäre es nicht gut für dich mit deinen Schmerzen? Du kannst dich nicht einmal am Brot mehr sättigen. Ich wagte es, zum Markt zu gehen, ich schämte mich nicht mehr und bettelte dort Brot. Der Händler aber sprach zu mir, gib Geld, nur dann kannst du es bekommen. Und da erklärte ich ihm unsere Not, bekam jedoch von ihm zu hören, wenn du kein Geld hast, Weib, so gib dein Haupthaar her und nimm dafür 3 Brote. Davon könnt ihr 3 Tage leben. Ich sagte ganz betrübt zu ihm, steh auf, scher mich.
Da stand er auf und schor mit einer Schere schimpflich auf dem Markt mein Haar. Die Menge aber stand dabei und gaffte. 25. Kapitel, Hiobs Weib einst und jetzt. Wer aber staunt nicht, dass dies, das Weib des Hiob, Sitidos war? Sie hatte einen Thronsaal einstens, den 14 Vorhänge verhängten. Man musste Tür und Tür durchschreiten, bis man zuletzt gewürdigt ward, vor sie zu kommen. Und jetzt vertauscht sie gar um Brot ihr Haar. Es trugen einstens ihre eigenen Kamele, voll beladen, Güter in die Lande für die Armen. Jetzt gibt sie um das Brot die Haare her. Schau! Sie, die einst zu Hause 7 feste Tische hatte, woran die Armen und die Fremden alle speisten, verkauft ihr Haar um Brot. Schau, sie, die ihre Füße wusch in einem Gold- und Silberbecken, geht nunmehr barfuß auf dem bloßen Boden und tauscht ihr Haar um Brot. Sie, die sich einst in golddurchwirkten Byssus hüllte, trägt nunmehr Lumpen und tauscht ihr Haar um Brot. Schau, die einst Gold- und Silberlagerstätten hatte, verkauft ihr Haar um Brot. Es spricht wieder seine Frau. Nun kurz, Hiob, Hiob, der Worte sind schon viel gemacht, und so erkläre ich dir bündig, es wurde mein Gebein durch meines Herzens Leid ganz aufgerieben. Steh auf, nimm hier die Brote, iss dich satt, dann sprich ein Wort dem Herrn zum Trotz und stirb, dann bin ich frei von Kummer, den mir das Leiden deines Körpers macht. 26. Kapitel, Hiobs Mahnung zur Geduld. Darauf erwiderte ich ihr, ich bringe 17 Jahre schon in meinen Plagen zu und ich ertrage in meinem Leib die Würmer. Doch fühlte meine Seele sich nicht durch die Schmerzen so beschwert, wie durch das Wort, das du soeben ausgesprochen. Sprich doch ein Wort dem Herrn zum Trotz und stirb. Ganz gut ertrage ich, auch du erträgst, der Kinder und der Habe Untergang. Willst du, dass wir dem Herrn zum Trotz ein Wort jetzt aussprechen und so des großen Reichtums uns verlustig machen? Weshalb erinnerst du dich nicht an jene großen Güter, die wir hatten? Wenn wir das Gute aus der Hand des Herrn genommen, ja sollten wir nicht auch das Schlimme tragen? Lasst uns geduldig sein, bis dass der Herr sich rühren lässt und unser wieder sich erbarmt. Und hier mache ich jetzt einfach mal einen Schlussstrich, das Buch geht noch weiter. Kaum vorzustellen, dass Jakobus und seine Hörer das nicht im Ohr hatten. Davon nicht wussten. Jakobus erwähnt zuletzt noch, dass sich die Geduld des Hiob ja auszahlt, Gott nicht abzusagen, sich selbst nicht das Leben zu nehmen wegen all der Armut und des Leides. Und das Ende der Geschichte ist, dass Gott ihm wieder großen Reichtum schenkt. Und jetzt ist schon klar, dass es Jakobus nicht darum geht, dass er seiner Gemeinde irdischen Reichtum in Aussicht stellt, sondern er spricht ja auf das Kommen des Herrn an und des Richters und damit auf das Ende der Zeit der Ungerechtigkeit. Und er gibt einen Ausblick auf Gottes ewige Gerechtigkeit. Und die besteht auch darin, dass die, die hier arm sein mussten, dort Gottes ganzen Reichtum haben werden. Und ich glaube, eins ist klar, wenn heute diese Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi nicht so sehr im Vordergrund steht und spürbar wird, dann liegt das auch einfach darin, dass wir es hier ganz gut aushalten. Weil die meisten von uns hier nicht arm sind, keiner Willkür ausgeliefert sind, wir nicht ausgebeutet werden und wir zumindest es vielerorts hinbekommen, respektvoll und rücksichtsvoll miteinander umzugehen, ein bisschen anders, als das bei Jakobus klingt in seiner Gemeinde. Und selbst da, wo es nicht klappt, gelingt es, sich mal eine neue Gemeinde zu suchen. Auch das war früher nicht einfach möglich. Insofern kommen wir von ganz unterschiedlichen Punkten und entwickeln ganz unterschiedliche Empfindungen. Und doch kenne auch ich diese dunklen Stunden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn euch das Bewusstsein nahe rückt, auch ich werde einmal sterben müssen. Irgendwann liege ich am Sterbebett und kann nicht anders und ich werde Abschied nehmen müssen, wenn ich es kann. Ich werde vielleicht unter Schmerzen sterben müssen, es wird vielleicht tragisch sein, dramatisch, ich werde Leute zurücklassen müssen. Und oft macht das ja Angst. Aber ganz ehrlich, inzwischen kenne ich auch ein anderes Gefühl, das sich einstellt. Manchmal denke ich dann ist es auch geschafft. Dann habe ich das hinter mir. Und das sind Momente, in denen mir dieser Druck, die Unfreundlichkeiten, die Enttäuschungen, die Ungerechtigkeiten bewusst werden, die im menschlichen Miteinander eine Rolle spielen. Und manchmal belastet das ja. Und dann ist auch dieser Gedanke an, es ist vorbei, etwas Gutes. Advent heißt für mich, geduldig warten auf die Ankunft Christi, damit auf die Überwindung aller himmelschreiender Ungerechtigkeit und gleichzeitig die Herzen stärken,
dass es bereit ist, das Elend der Armen zu sehen, sich erweichen zu lassen und für sie zu schlagen. Denn es gibt sie heute noch, diese Armen, die wirklich leiden und die ein Ende herbeisehnen und nach Gerechtigkeit lechzen. Und diese Geschichte um Hiobs Frau, die wie eine Sklavin behandelt wurde, obwohl sie einst die Würde einer Königin hatte. Es hat mein Herz wieder einmal bluten lassen, gerade jetzt mit dem Hintergrundwissen von IJM, wie Menschen heute leben, wie sie mit Füßen getreten werden und in tiefer Ungerechtigkeit fristen müssen. Das ist schwer, ein schweres Los. Advent heißt, ausdauernd hoffen auf die Gerechtigkeit Gottes, die nur er schaffen kann und die vollendet sein wird. Und bis dahin eintreten für Gerechtigkeit und nicht immer so weitermachen. Jakobus sagt, seid geduldig und stärkt eure Herzen. Beides. Amen.